Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. So steht's geschrieben in Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. Na dann! Auf! Zum Gemeinwohl! Wir liegen so nah beieinander, dass wir, steckten wir die Köpfe aus den Gräben, miteinander sprechen könnten, ohne unsere Stimme zu erheben. Jeden Abend habe ich Dienst im Graben bei der Infanterie. Ich bin Unteroffizier geworden. Heute sind wir 10 Mann, morgen 8. 2 haben Granaten zerfleischt. Wir begraben unsere Toten nicht. Wir setzen sie in die kleinen Nischen, die in die Grabenwand geschachtet sind, für uns zum Ausruhen. Wenn ich geduckt durch den Graben schleiche, weiß ich nicht, ob ich an einem Toten oder einem Lebenden vorübergehe. Hier haben Leichen und Lebende die gleichen grau-gelben Gesichter. Eines Nachts hören wir Schreie, so als wenn ein Mensch furchtbare Schmerzen leidet. Dann ist es still. Wird einer zu Tode getroffen sein, denken wir. Nach einer Stunde kommen die Schreie wieder. Nun hört es nicht mehr auf. Diese Nacht nicht, die nächste Nacht nicht. Nackt und wortlos wimmert der Schrei. Wir wissen nicht, dringt er aus der Kehle eines Deutschen oder eines Franzosen. Der Schrei lebt für sich, er klagt die Erde an und den Himmel. Wir pressen die Fäuste an unsere Ohren, um das Gewimmer nicht zu hören. Es hilft nichts. Der Schrei dreht sich wie ein Kreisel in unseren Köpfen. Er zerdehnt die Minuten zu Stunden, die Stunden zu Jahren. Wir vertrocknen und vergreisen zwischen Ton und Ton. Wir haben erfahren, wer schreit. Einer der Unsern. Er hängt im Drahtverhau. Niemand kann ihn retten. 2 haben's versucht, sie wurden erschossen. Irgendeiner Muttersohn wehrt sich verzweifelt gegen seinen Tod. Zum Teufel. Warum macht er so viel Aufhebens? Wir werden verrückt, wenn er noch lange schreit. So apokalyptisch schildert Ernst Toller in seinem Buch Eine Jugend in Deutschland die Brutalität des Ersten Weltkriegs, die er als gerade mal 20-jähriger Soldat erlebte. Ein Krieg, der viele anfänglich Begeisterte nicht nur zu Kriegsgegnern machte, sondern auch zu Gegnern der Monarchie, die diesen Krieg begonnen hatte. Kriegsende November 1918. München ist im Aufbruch. Es ist die Nacht vom 7. auf den 8. November, die Nacht, in der die 900 Jahre alte Herrschaft der Wittelsbacher Könige gestürzt wird. Im Bayerischen Landtag sitzt die Revolution und Kurt Eisner, führender USPD-Abgeordneter, proklamiert: Die Bayerische Revolution hat gesiegt. Sie hat den alten Plunder der Wittelsbacher Könige hinweggefegt. Bayern ist fortan ein Freistaat. Eine Volksregierung, die von dem Vertrauen der Massen getragen wird, soll unverzüglich eingesetzt werden. Helft alle mit, dass sich die unvermeidliche Umwandlung rasch, leicht und friedlich vollzieht. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Bewahrt die Ruhe und wirkt mit an dem Aufbau der neuen Welt. Es ist ein Aufbruch in eine neue Welt, in eine neue Zeit. Eine Zeit, die die Ära der Monarchien beendet und das Kapitel der Demokratie in Deutschland erstmals aufschlägt. Aufbruch, das ist auch das Thema der heutigen Sendung der Gemeinwohlökonomie. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, Andrea Behm und Reinhard Schwarz, begrüßen Sie recht herzlich auf Radio LoRa 92.4 und freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Wir werden in der kommenden Stunde einen großen Bogen spannen, der uns von der Münchner Räterepublik zur notwendigen gesellschaftlichen Transformation von heute führt. Dazu werden wir mit 2 Gästen sprechen, mit Günter Jäger, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Sparda Bank München, und mit Dr. Daniel Sieben von der Triodos Bank. Günter Jäger begrüßen wir schon jetzt. Er ist heute zu uns ins Studio gekommen. Herzlich willkommen, Günter Jäger. Herzlichen Dank und guten Abend zusammen.
Zurück in das München im November 1918. In jeder Nacht vom 7. auf den 8. November werden im Matthäser Wirtshaussaal Arbeiter- und Soldatenräte spontan gewählt. Es entstanden auch Räte für ganz andere Gruppen, für Schülerinnen und Schüler, für Frauen und sogar ArtistInnen und natürlich für Bäuerinnen und Bauern. Einen Monat später schon besaß die Hälfte aller bayerischen Gemeinden örtliche Bauernräte. Die Räte standen prinzipiell für eine besondere Art der Volksvertretung, die sich grundsätzlich von dem parlamentarischen System, so wie wir es heute kennen, unterschieden. Sie waren direkt an die Basis angebunden. Die sie wählten, entschieden auch, wie sie die Räte abstimmten. War die Basis unzufrieden mit einem Rat, wurde er neu bestimmt. Räte waren die magische Formel der Hoffnung auf eine bessere, gemeinschaftlich organisierte, täglich neu zu verhandelnde Welt. Ganz in diesem Sinne erklärte der erste bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner am 17. November auf der Revolutionsfeier im Münchner Nationaltheater: Wir verstehen unter Demokratie nicht, dass alle paar Jahre alle Bürger das Wahlrecht ausüben und die Welt regieren mit neuen Ministern und neuem Parlament. Wir, die wir eine neue Form der Revolution gefunden haben, wir versuchen auch eine neue Form der Demokratie zu entwickeln. Wir wollen die ständige Mitarbeit aller Schaffender in Stadt und Land. Wir grüßen die, die unsere Feinde waren. Wir wollen mit ihnen gemeinsam die neue Zeit aufbauen. Hier soll also etwas ganz Neues entstehen. Die Revolution soll zu etwas werden, in dem alle Menschen gleichberechtigt sind. Das Oben und Unten soll aufhören. So wurden zum Beispiel gleich die Karten für die Revolutionsfeier im Nationaltheater per Los verteilt. Es gab keine Ehrenplätze. Alle waren gleich. Die Menschen damals hatten also eine visionäre Vorstellung von Demokratie. Welche Vision aber hatten sie für die Wirtschaft? Immerhin hatten sie Silvio Gesell, den Begründer der sogenannten Freiwirtschaftslehre und des Freigelds, als Volksbeauftragten für Finanzen gewonnen. Nach seiner Vorstellung sollte Geld nur vom Staat zur Verfügung gestellt werden und mit der Zeit an Wert verlieren. Es sollte nicht mehr gehortet werden können, sondern ausgegeben werden und ständig zirkulieren. Dadurch käme es, so die Vorstellung, nicht mehr zu Deflation oder Inflation und auch nicht mehr zu starken Schwankungen in der Wirtschaft. In den 7 Tagen allerdings, in denen Gesell als Volksbeauftragter arbeitete, konnte er aber seine Vorstellung nicht verwirklichen und am alten Wirtschaftssystem nichts ändern. Es gibt aber ein Experiment, das gut 10 Jahre später, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren, als das Wunder von Wörgl in die Wirtschaftsgeschichte eingehen wird und auf der Theorie Gesells beruht. Der Bürgermeister dort führt ein sogenanntes Schwundgeld ein, das an Wert verliert, wenn es nicht ausgegeben wird. Die Folge? Das Geld zirkuliert in Wörgl, die Stadt hat Steuereinnahmen, die Arbeitslosigkeit sinkt. Nach knapp 1,5 Jahren aber beendete die österreichische Nationalbank das Experiment. Es gibt dieses Schwundgeld heute noch, und zwar in Form der Regionalwährungen, zum Beispiel als Chiemgauer. Diese Regionalwährung verliert nach 3 Monaten 2% an Wert. Dieser Wertverlust wird mit dem Kauf von entsprechenden Wertmarken ausgeglichen, die auf den Chiemgauer geklebt werden. Das Geld, das für die Wertmarken in Euro bezahlt wird, unterstützt eine gemeinnützige Organisation aus der Region. Es handelt sich also um eine abgewandelte Form des Schwundgelds, wie Silvio Gesell es im Auge hatte. Der bedeutende Ökonom John Maynard Keynes sah in ihm einen, Zitat, zu Unrecht übersehenen Propheten und stellte fest, dass der hinter dem Freigeld liegende Gedanke, Zitat, gesund sei. Lieber Günther Jäger, sehen Sie das auch so? Was halten Sie als Banker von heute von der Freiwirtschaft eines Silvio Gesell damals und von Regionalwährungen? Ja, sicherlich waren die Ideen von Gesell damals eine gute Sache. Man hat zumindest versucht, die Wirtschaftsformen, die den meisten geschadet haben, die den meisten eigentlich nicht ein gutes Leben ermöglicht haben, zu ändern zugunsten der Mehrheit, zugunsten für alle Bürgerinnen und Bürger. Man darf aber nicht vergessen, dass sich inzwischen sowohl die Wirtschaft als auch die Räume, in denen Wirtschaft betrieben wird, gewaltig verändert haben. Mhm. Denken wir doch nur an die Globalisierung in der jetzigen Form,
wo keiner von uns mehr weiß, egal ob er sein Hemd anschaut oder sein Handy anschaut, zu welchen Bedingungen es hergestellt worden ist, wo es hergestellt worden ist, ob es mit fairen Grundsätzen hergestellt worden ist oder gar das Handy, wo Kinder vielleicht irgendwelche seltenen Erden herausgebuddelt haben und so weiter. Ich denke, dass die Idee von Gesell sowohl mit der Freiwirtschaft als auch mit dem Freigeld in der damaligen Zeit eine ja, gute Idee war, um überhaupt etwas zu bewegen. Heute müssen wir auch anders denken und sagen, ja, wir haben nun mal diese Globalisierung und die ist durch nichts mehr zurückzudrehen. Wir haben nun mal die Informationen über Internet weltweit und inzwischen weiß auch jeder in Afrika, in Asien, wie wir in Europa leben, was wir tun und denke, bei einer solchen Lage, dass wir weltweit zusammenarbeiten, müssen wir auch weltweite Wege finden, dass das wieder klappt. Also ja, es war damals eine gute Idee und auch Wörgl zur damaligen Zeit, in der Nachkriegszeit, war eine gute Geschichte. Aber man kann sie nicht auf heute übertragen. Das sind Dinge, die in der Geschichte in allen Bereichen mal gut waren, aber auf heute nicht mehr übertragbar sind. Wir müssen neue Ideen haben. Wir müssen mit der jetzigen Welt zurechtkommen. Und ich glaube, wir können das auch. Wir können mit der derzeitigen Welt zurechtkommen. Natürlich nicht mit dem Neoliberalismus, aber mit einer anderen Wirtschaftsform. Und die haben wir ja im Kopf. Also lassen wir mal die alten Konzepte hinter uns und wenden uns der heutigen Zeit zu. Und da haben Sie gemeinsam mit dem Kinderpsychiater Gunter Moll und der Journalistin Sarah Benecke ein Buch geschrieben mit Blick auf Bayern, auf das heutige Bayern und dem ironischen Titel »Die Vorstufe zum Paradies«. Darin kritisieren Sie das von der Politik so häufig bemühte Modell der marktkonformen Demokratie. Danach soll die Demokratie den Rahmen geben, in dem sich die Wirtschaft entfalten und hier das freie Spiel der Kräfte gelten kann. Ist das nicht gut für uns alle? Ja, es hört sich zumindest gut an, aber man muss schon mal grundsätzlich sagen, es kann keine Demokratie sein, wenn irgendjemand, ein Mächtiger in der Wirtschaft, behauptet, jetzt ist es marktkonform. Oder möchten Sie noch wählen gehen, wenn Ihnen gesagt wird, was Sie wählen müssen, damit es marktkonform ist? Hat das noch was mit Demokratie zu tun? Natürlich nicht. Und der Staat ist nicht nur ein Rahmengeber bei der Marktwirtschaft. Wir müssen uns doch verabschieden von dem Glauben, dass Marktwirtschaft eigentlich ohne Steuerung zum Guten sich entwickeln kann. Sie können doch nicht mal den Straßenverkehr ohne Steuerung zum Guten entwickeln. Und dann glaubt man, dass man eigentlich solche komplizierten Vorgänge, wo es unterschiedlichste Informationen für den Einzelnen gibt, wo es unterschiedliche Machtverhältnisse durch Reichtum und Armut gibt, dem Markt überlassen, dass es für uns alle gut wird. Nein, der Staat muss immer Mitspieler sein, und gleichzeitig Schiedsrichter. Der Staat, also der von uns beauftragte Staat, der Staat sind wir, die Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen die Regeln schaffen und auch bei Verstößen sanktioniert handeln. Dann haben wir eine echte demokratische Marktwirtschaft. Umgekehrt passt der Schuh nicht. Also es braucht irgendwie ein geregeltes Zusammenspiel zwischen der Wirtschaft und dem Staat. Und da komme ich zur nächsten Frage, nämlich zu dem Thema auch unserer heutigen Sendung, dem Aufbruch. Weil wir sehen ja, dass zwischen diesem Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Staat im Moment einiges schiefläuft. Und was bedeutet denn eigentlich wirklich der Aufbruch, ein neuer Aufbruch in der Wirtschaft heute? Was wäre denn Ihre Wirtschaftsvision, um dieses Gleichgewicht der Kräfte zwischen Wirtschaft und Staat sozusagen auszubalancieren? Ja, man muss ganz einfach erkennen und ich glaube, die ganz große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger und ich glaube auch die Politik erkennt, dass das derzeitige Wirtschaftsmodell des Neoliberalismus, das ja nicht nur ein Wirtschaftsmodell ist, sondern im Grunde genommen die gesamte Gesellschaft inzwischen beherrscht, also und zwar die Gesellschaft danach bewertet, welchen monetären Wert sich hervorbringt. Also das hat mit Wirtschaft für die Menschen, so wie Sie es in der Bayerischen Verfassung finden, im Artikel 151, eigentlich nichts mehr zu tun. Jeder merkt, dass eigentlich nicht nur Armut geschaffen wird, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und wer sich ein bisschen informiert hat, der weiß auch, dass inzwischen 8 Männer
mehr Vermögen auf sich vereinigen als die Hälfte der Menschheit, also mehr als 3,7 Milliarden Menschen, 8 zu 3,7 Milliarden Menschen. Und wir glauben, dass das die richtige Wirtschaftsform ist? Nein, das glaubt niemand mehr. Kann wohl nicht sein. Genau. Nein, das ist unmöglich. Was wäre denn das Gegenmodell? Was wäre denn die Vision? Was könnten denn Anknüpfungspunkte sein, aus diesem Teufelskreis nach unten rauszukommen? Nun, ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein Stückchen zurückschauen müssen, nämlich zur sozialen Marktwirtschaft, der echten Sozialmarktwirtschaft, wie wir sie in den 1960er, 70er und 80er Jahren praktiziert haben und es den Menschen damals mehrheitlich, in großer Mehrheit gut ging und keine Angst hatte. Mhm. Und man muss aber auch erkennen, wenn man die Meldungen der letzten Tage anschaut, dass die Umwelt und das Klima nicht also mit einer sozialen Marktwirtschaft wieder in Ordnung zu bringen ist, weil die soziale Marktwirtschaft ja auch den Verbrauch nicht... Mit dieser Art von Wirtschaft, die wir haben, marschieren wir derzeit stramm aus 5-Grad-Ziel zu. Genau, wir in die Katastrophe. Und deswegen ist für mich die Idee einer gemeinwohlorientierten sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie im Modell von Christian Felber mit der Gemeinwohlökonomie kennengelernt haben, der wirklich der Punkt derzeit, ich habe noch keinen besseren gelesen oder gehört, mit dem wir unsere Wirtschaft wieder vom Kopf auf die Beine stellen können und Wirtschaft für die Menschen schaffen können. Und was fasziniert Sie so sehr an diesem Modell? Das Faszinierendste ist für mich an diesem Modell, dass es alle Bereiche umfasst. Das heißt, also wenn ich es mir genau anschaue, dass also nicht nur die Menschenwürde, die Solidarität und Gerechtigkeit, sondern auch natürlich die Umwelt und natürlich Transparenz und Mitwirkung in ihren ganzen Grundlagen vereinigt und dann sagt, jetzt machen wir darüber auch noch einen Nachweis, dass ihr so handelt, egal ob ihr Gemeinde seid, ob ihr Unternehmen seid, ob ihr ein persönlicher Mensch seid oder irgendeine Institution. Hier ist eigentlich aus meiner Sicht zusammengefasst, was wir brauchen. Hier ist zusammengefasst, dass eigentlich, wenn ein Unternehmen, eine Gemeinde, eine auditierte, also von außen geprüfte Gemeinwohlbilanz erstellt, dann kann es nur zum Guten gewandt werden. Nur dann. Nicht mit Hochglanzbroschüren oder nochmal einen Beirat gründen oder sonstige Dinge. Nein, mit einem geprüften Nachweis. Wie entwickelst du dich hin zum Gemeinwohl? Dann ist es für mich derzeit das beste Konzept, das ich kennengelernt habe. Eben haben wir gehört, was für Günter Tscheger Aufbruch in der Wirtschaft heute bedeutet. Diese Frage wollen wir weiterreichen an Dr. Daniel Sieben von der Triodos Bank. Die Triodos Bank ist eine holländische Bank und hat ihre deutsche Niederlassung in Frankfurt. Mit den Einlagen ihrer KundInnen unterstützt sie vor allem soziale, ökologische oder kulturelle Projekte und Unternehmen. Guten Abend, Dr. Daniel Sieben. Hören Sie mich? Ja, hallo. Hallo. Hallo nach Frankfurt. Ja, hallo nach München. Sie sind bei der Triodos Bank, sogenannter Relation Manager für erneuerbare Energien. Das müssen Sie uns erklären. Was machen Sie da genau? Ja, die genaue Bezeichnung ist Relationship Manager für Energy and Climate. Und zwar haben wir unser Team ausgeweitet. Also wir haben angefangen mit erneuerbaren Energien, also Finanzierung von Photovoltaik oder Windparks, Windkraftanlagen, haben aber unser Spektrum erweitert. Insofern haben wir den Titel jetzt auch erweitert. Und Relationship Manager ist ja interessanterweise ein Beziehungsmanager. Das heißt, meine Aufgabe ist es letztendlich, Beziehungen herzustellen zu Kunden. Aber das ist eigentlich nicht die ganze Beschreibung, sondern es ist ja auch quasi zu verstehen im Sinne der Gemeinwohlökonomie. Also um eine gute Beziehung zu einem Kunden aufbauen zu können, brauche ich ja auch erstmal eine gute Beziehung zu mir selber, zu den Mitmenschen, die mir nahestehen, dass ich überhaupt weiß, wie eine gute, eine gelingende, erfolgreiche Beziehung aussieht. Das klingt danach, dass die Triodos Bank eine ethische Finanzpolitik auch verfolgt in der Auswahl ihrer Angestellten und Mitarbeiterinnen. Angesichts begrenzter natürlicher Ressourcen fragen wir uns, und das ist sicherlich auch eine Frage, die sich die Triodos Bank immer wieder stellt, wie sich das Paradigma des Wirtschaftswachstums, nach dem alles strebt im Moment, mit einer nachhaltigen Entwicklung verträgt. Sie haben darüber eine Dissertation geschrieben und versuchen, genau diese Frage zu beantworten und stellen den Ansatz der sogenannten ökologischen Ökonomik vor. Was ist darunter zu verstehen? Ja, also erstmal dazu, ich habe die Freiheit von der Triodos Bank, meine Privatmeinung zu äußern. Und
ja, das schätze ich sehr, dass ich hier die Freiheit habe zu sagen, was sind meine Ansichten, die ich ja mir erarbeitet habe im Studium oder in der Dissertation. Wie verträgt sich das Ganze? Letztendlich ist meine Aussage kurz gefasst gar nicht. Okay. Das heißt, Wirtschaftswachstum war ja historisch immer verbunden, seit wir ja die moderne Industriegesellschaft haben, mit dem Wachstum auch von CO2-Emissionen. Und vor 10 Jahren, als wir die Finanzkrise hatten, hatten wir zum ersten Mal global absinkende CO2-Emissionen. Das heißt, eine Rezession war eigentlich hilfreich für den Klimaschutz und alles andere, was wir bisher gemacht haben in den 30 Jahren, seitdem wir Nachhaltigkeit offiziell auf der Agenda haben, also seit dem Brundtland-Bericht, hat das ja keine Wirkung gehabt auf die Umwelt. Also in einem Bereich, ja, wo die Umwelt weiter wachsen durfte, die Wirtschaft, aber es kam der Umwelt dann nicht zugute letztendlich. Und was hat jetzt das mit der ökologischen Ökonomik zu tun? Was umschreibt diese Theorie? Die ökologische Ökonomie ist eine kleine Richtung, eine Minderheitsmeinung oder Richtung innerhalb der Ökonomen. Und zwar geht sie davon aus, dass das Wirtschaften erstmal auf dem Planeten Erde stattfindet. Und das klingt jetzt erstmal für einen Normalsterblichen plausibel, aber für einen Ökonomen ist das schon mal eine spannende Aussage, die ja eigentlich weit hergeholt ist, weil in der ökonomischen Theorie kommen sie theoretisch ohne die Natur aus. Das heißt, alles, was die Natur zur Verfügung stellt, kann prinzipiell substituiert werden. Das heißt, die Natur an sich ist gar nicht unersetzlich, sondern sie stellt Güter zur Verfügung, die ersetzbar sind. Das heißt, das Wirtschaften findet letztendlich auch theoretisch ohne die Natur statt. Und da sagen die ökologischen Ökonomen, das deckt sich nicht mit unseren systemtheoretischen Erkenntnissen. Also die ökologische Ökonomie kommt von der Systemtheorie und sagt, die ökologischen Systeme, die uns umgeben, die sind quasi die Muttersysteme für alles, was der Mensch darin macht. Also der Mensch baut dann kulturelle Systeme, Töchtersysteme innerhalb des ökologischen Systems oder der ökologischen Systeme. Da gibt es ja mehrere zentrale, dezentrale, die miteinander vernetzt sind. Und letztendlich, wenn der Mensch sich mit den Systemen, und davon ist das Wirtschaftssystem auch nur ein System, ne, unter den Menschengemachten, sich nicht an die ökologischen Prinzipien und Strukturen hält, kommt es zum Systemkonflikt. Das heißt, alle Systeme werden auf Dauer destabilisiert, das Ökologische, die Kulturellen und das Wirtschaftliche. Das scheint mir schon recht sympathisch zu sein, dieser holistische Ansatz der ökologischen Ökonomik. Gleichzeitig sehen Sie diese Ökonomik auch kritisch, weil sie eine nachhaltige Entwicklung lediglich in der Außenwelt verortet und ihr letztlich doch wieder nur ein materialistisches Weltbild zugrunde liegt. Sie würden daher die ökologische Ökonomik um eine geistige und emotionale Entwicklung der persönlichen Innenwelt erweitern. So habe ich Ihre Dissertation verstanden. Warum führt nur das Ihrer Meinung nach zu einem wirklichen Bewusstseinswandel? Und wie sehe so eine innere Entwicklung aus? Ja, meine Erkenntnisse sind eigentlich aus dem persönlichen Werdegang entstanden. Ich habe mich zu Studienzeiten viel nach Indien orientiert. Ich habe viel meditiert. Ich war sehr, sehr offen und wissbegierig für die östliche Spiritualität. Und dann war die Überlegung in der Dissertation so als Antrieb, als Leidenschaft dahinter, wie bringe ich das zusammen? Wie bringe ich also östliche Spiritualität und Weisheit mit einem westlichen Ansatz zusammen? Und da ist mir aufgefallen, im Westen gucken wir eigentlich immer nur nach außen, auf die Außenwelt und tun so, als wäre das die einzige Realität, die existiert. Und in der östlichen Spiritualität wird der Fokus auf die Innenwelt gelegt, ne, nach innen zu gucken und dabei die materielle Außenwelt häufig vernachlässigt. Also heutzutage nicht mehr so sehr, also wirtschaftlich sind vielleicht teilweise gar nicht mehr so die großen Unterschiede festzustellen, aber traditionell ist das so, dass die Sichtweisen sich darin unterscheiden, die einen gucken nach außen, die anderen gucken nach innen. Und für mich war dann interessant zu sehen, ja, wie hängt das miteinander zusammen? Das, was ich außen wahrnehme, hat das innere Ursachen? Gibt es da Beziehungen und Zusammenhänge? Und da fand ich es auch sehr interessant, dass gerade die Quantenphysiker im letzten Jahrhundert genau diese Zusammenhänge ja erforscht haben, dass sie festgestellt haben, naja, die Außenwelt, die ist ja gar nicht so objektiv vorhanden, wie wir denken, sondern sie entsteht in unserer Wahrnehmung durch den Einfluss unseres Bewusstseins. Da hatte ich einen Anknüpfungspunkt, der mir gesagt hat, naja, wenn wir wirklich eine tiefgründige Veränderung wollen, kann die nicht nur in der Außenwelt stattfinden, sondern muss ihre innere Ursache haben und spiegelt sich dann als Wirkung möglicherweise in der Außenwelt.
Jetzt sind wir ja nicht in einer spirituellen Sendung unterwegs, sondern beleuchten so ein bisschen auch die Wirtschaftsproblematiken, die wir uns in der heutigen Zeit, denen wir uns gegenüber sehen. Was hat jetzt dieser qualitative Bewusstseinswandel mit unserem Bezug zur Wirtschaft von heute zu tun? Ja, da legen Sie den Finger wirklich in die Wunde, weil wenn Sie sagen, wir haben eine Wirtschaftssendung, aber das ist keine spirituelle Sendung, unser Wirtschaftssystem, unsere Wirtschaftsethik hat eine spirituelle Krise. Ne? Mhm. Also wir haben eine Wertekrise und eine Wertekrise ist für mich auch eine ethische Krise und auch eine spirituelle. Also wenn wir nur auf die Materie gucken und uns mit der Materie identifizieren, ja, was für Werte bleiben dann noch übrig? Werte entstehen aus dem Geist. Ne? Der Geist gibt ja den Dingen einen Wert. Die Dinge haben ja nicht den Wert an sich, da steht ja nicht dran, ich habe diesen oder jenen Wert, sondern der Wert wird ja aus dem Geist geschaffen. Wertschöpfung ist ein geistiger Prozess. Das heißt, wir als Gesellschaft sind aufgerufen zu sagen, okay, was für einen Wert wollen wir denn einer intakten Umwelt geben? Was für einen Wert wollen wir einem kooperativen Miteinander geben? Und was für einen Wert wollen wir vor allem uns selber geben? Das klingt nach sehr langfristigen Bewusstseinsprozessen in jedem und jeder Einzelnen von uns. Haben wir denn angesichts der massiven Umweltschäden und der Uhr, die da tickt und eben dem 5-Grad-Ziel, auf das wir stramm zumarschieren, haben wir denn für diese langfristigen Bewusstseinsprozesse überhaupt noch die Zeit? Also Pi mal Daumen haben wir ja 10 Jahre, heißt es nach ja, wissenschaftlicher Meinung. Um das 1,5-Grad-Ziel noch hinzukriegen. Wenn wir uns das angucken in Grafiken, sieht das so aus, dass wir wirklich fast im freien Fall die Emissionen Richtung Null bringen müssen. Also Zeit ist wirklich knapp. Und für mich ist die Frage immer mehr, worauf ist es wichtig und jetzt relevant, die Aufmerksamkeit auszurichten? Was hat den maximalen Veränderungsimpact? Also wo ist der größtmögliche Hebel. Und das ist für mich jetzt gar nicht so sehr in neuen Konzepten, sondern einfach auszuprobieren, miteinander zu kooperieren. Also ich habe da zum Beispiel ein Planspiel im Sinn als Workshop, den ich anbieten möchte, wo einfach die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen mit verschiedenen Interessen, die ja auch unterschiedlich sind, kontrovers sind, einfach miteinander in einem Raum sind, über Akteure, die diese Interessen und Rollen vertreten. Und dann legen wir einfach mal los und lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen und so umzugehen, dass daraus eine konstruktive Dynamik entsteht. Und da helfen ja keine weiteren Konzepte. Auch wir brauchen aus meiner Sicht keine weiteren Informationen über den Klimawandel, sondern letztendlich ins Tun kommen, ins Agieren kommen, ins Miteinander tun. Ja, das klingt jetzt irgendwie einfach, wir setzen uns zusammen, kooperieren ein bisschen, wertschätzen die guten, gelingenden persönlichen Beziehungen und dann wird es in der Wirtschaft auch schon klappen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, wenn es so einfach wäre, hätten wir es sicherlich schon gemacht. Aber da gibt es hier noch die Psyche des Menschen. Das ist ja auch ein Teil dessen, wo ich hingeguckt habe in der Dissertation und was halt auch Teil meines persönlichen Lebensweges ist. Seit 20 Jahren meditiere ich, also mein halbes Leben. Und in sich hinein zu gucken, da gibt es ja Dinge, die wir entdecken, die sind jetzt noch nicht so nachhaltig, wie sie sein müssten, um auch wirklich konsequent nachhaltig zu sein. Sondern da gibt es Verhaltensmuster, die sind mit Nachhaltigkeit nicht kompatibel. Und die aufzulösen und da hineinzugehen und zu gucken, okay, was brauchst denn, um diese zu transformieren, ist eine persönliche Aufgabe, aber auch eine kollektive Aufgabe. Kann man natürlich jetzt wieder unter den Titel Spiritualität packen, aber letztendlich, wenn wir diese Verhaltensmuster nicht auflösen, haben wir ja den sogenannten Mind-Behavior-Gap. Wir wissen eigentlich genug über Nachhaltigkeit, aber wir tun es nicht. Genau. Und dann ist immer wieder die Frage, warum? Mehr Informationen hilft da gar nicht, das prallt dann ab, sondern was brauchst innerlich an Veränderungsprozess, damit dieser Mind-Behavior-Gap geschlossen wird? Das heißt, dass unser Verhalten dann auch wirklich nachhaltig wird. Ne? Große Frage. Und das ist auch die Frage ein bisschen in dieser Sendung. Das Thema unserer Sendung ist ja auch die Aufbruchszeit vor 100 Jahren. Genau vor 100 Jahren haben wir den Wechsel von der Monarchie zur Demokratie geschafft. Also ein wirklicher Bruch mit dem Alten. Die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse wurden radikal verändert. Allerdings haben wir im Nachhinein erleben müssen, ohne nachhaltige demokratisierende Wirkung. Daher dann nochmal die Frage, sind radikale revolutionäre Veränderungen, wie wir sie vielleicht heute in den nächsten 10 Jahren brauchen, überhaupt ohne den von Ihnen angesprochenen kollektiv gewachsenen Bewusstseinswandel möglich? Und falls doch, können solche Veränderungen ohne entsprechende Verinnerlichung dann nachhaltig sein? Wie geht es vor sich?
Das ist eine gute Frage, weil wir haben ja in unserer Geschichte Revolutionen erlebt, wo dann letztendlich sich wieder Systeme implementiert haben, die gar nicht so verschieden waren von dem, was vorher abgeschafft werden sollte. Ja. Und mittlerweile gibt es da auch sehr klare Theorien oder sogar auch ein klares Verständnis darüber, dass wenn man ein System nur an der Oberfläche ändert, aber die drunterliegenden Grundstrukturen nicht ändert, dass das System sich nach einem Umsturz dann wieder ausrichtet anhand dieser zugrunde liegenden Grundstrukturen, Grundannahmen. Das heißt, wenn der Mindset sich nicht ändert, der beteiligten Akteure, letztendlich das Bewusstsein sich nicht weiterentwickelt, wird das System sich wieder an dem alten Bewusstsein orientieren. Das heißt, es braucht tatsächlich eine, man spricht da in der Systemtheorie ja auch von einer Irritation eines Systems, damit es den Zustand wechselt. Und die Irritation damals vor 100 Jahren war sicherlich auch ein verlorener Krieg und entsprechend Leid, Elend. Und die Frage ist, ist unser System mittlerweile so irritiert, dass wir einen Sprung machen, einen Entwicklungssprung in einen anderen Zustand? Und ich erlebe hochgradige Irritationen jeden Tag und man kann sie den Nachrichten entnehmen. Und die Frage ist für mich, wann dieser Punkt erreicht ist. Und ich baue darauf, dass er innerhalb der nächsten 10 Jahre erreicht ist, sodass wir das noch hinkriegen mit dem 1,5-Grad-Ziel. Aber das würde ja heißen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass eigentlich nur ein Change by Disaster möglich ist und kein Change by Design. Dass sozusagen nur die Katastrophen, sprich die Irritation, uns zu einem fundamentalen Verhaltenswechsel animieren. Und dass wir den Change of Design, wo wir dann Schritt für Schritt aus einer Krise herausplanen, gar nicht so möglich ist. Habe ich Sie da richtig verstanden? Also meine Erfahrung ist von sehr, sehr vielen Konferenzen zum Thema Nachhaltigkeit oder auch in meinem Beruf zum Thema Energiewende, dass sehr viele Theorien, Konzepte angeboten werden, aber letztendlich sind das häufig Reißbrettlösungen, die in der Theorie gut funktionieren, aber den Menschen vergessen. Und ich glaube, was uns gut tut, ist einfach zu verstehen, dass wir keine Ahnung haben von so einer Transformation, die gerade vor uns steht und dass dieses Wissen, was wir aus der Vergangenheit haben und was uns auch zu Experten macht der Nachhaltigkeit, dass das nicht hilft, dieses vergangene Wissen, weil wir haben in der Vergangenheit so eine Transformation gar nicht bewältigt. Das heißt, dieses alte Wissen zu recyceln und auf die jetzige Situation anzuwenden, kann sogar ein Hindernis sein. Ich nehme es sogar als Hindernis wahr, weil wir dann nicht erkennen, okay, dass wir uns wirklich öffnen müssen für was Neues und das Alte einfach mal loslassen und zu erkennen, hier starten wir mit Null und dass wir ganz offen sind zu gucken, was sind denn jetzt wirklich neue Lösungen. Und diese das meiste, was angeboten wird, basiert wirklich auf dem alten Verständnis. Wir müssen es irgendwie modifizieren, was wir bisher gemacht haben, aber im Großen und Ganzen geht es schon irgendwie weiter mit ein paar Veränderungen. Und da muss ich halt auch persönlich sagen, es ist ja nicht damit getan, dass wir jetzt einfach noch ein paar Windkraftanlagen bauen, sondern es geht um die zugrunde liegenden Verhaltensmuster. Und ne, sonst ändert sich das System ja nicht grundlegend. Das heißt, es ist eine innere Entwicklungsarbeit, die erfordert, dass wir sowohl nach innen schauen und an uns arbeiten, als auch nach außen, wie verändert sich der Zustand und dass wir da in einer ganz sensiblen Rückkopplung und Wahrnehmung sind, was brauchst du eigentlich als nächster Schritt, der zwangsläufig ein neuer Schritt ist, den wir noch nie gemacht haben. Also irgendwie Zöpfe abschneiden, ins Nichts treten. Hilde Domin, eine bekannte Dichterin, hat gesagt, ich setze den Fuß in die Luft und sie trug. Vielleicht wäre das ein Bild, das uns in die Zukunft trägt. Dr. Daniel Sieben, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Danke, tschüss. Danke. Tschüss. Utopie hat mit Aufbruch zu tun. Die Frage ist, was verändern wir heute, um im Verlauf der nächsten Jahrzehnte den Planeten Erde gerettet zu haben? Change by Design oder Change by Disaster? Nichts weniger als diese Zukunftsfrage stellt sich permanent jedem einzelnen Menschen, der im Moment atmet, im Netz konsumiert, vor sich hindöst, auf sein Smartphone schaut, müde nach Hause kommt. Es beginnt im Kleinen und ist gleichzeitig eine große Aufgabe, der wir uns stellen müssen, wenn wir von Nachhaltigkeit und Enkeltauglichkeit sprechen und dies auch erreichen wollen. Es geht ums Tun, nicht ums Reden. Jetzt und hier. Günter Jäger, was für ein Appell. Brauchen wir hierfür nicht mehr direkte und demokratische Teilhabe von uns allen an Entscheidungsprozessen, vor allem auch in der Wirtschaft?
Und wenn ja, was schlägt die Gemeinwohlökonomie vor oder sagen Sie sowieso schon okay, wie es so läuft? Nein, so wie es derzeit läuft, ist es keinesfalls okay. Wir spüren ja, dass die Bürgerinnen und Bürger oft eine ganz große Mehrheit eine andere Meinung haben als beispielsweise unsere derzeitige Regierung. Ich kann mich erinnern, dass beispielsweise die Freihandelsverträge von der Bevölkerung mit rund 80% abgelehnt wurden und trotzdem die politischen Führerinnen und Führer eine andere Meinung vertraten. Also man bemerkt, dass die Demokratie, wie sie derzeit gehandhabt wird, nicht mehr dem Mehrheitswillen der Bürgerinnen und Bürger entspricht. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, hier anzusetzen, weil Wirtschaft hängt ja unbedingt mit unserem demokratischen Verständnis zusammen. Mhm. Und ich bin der Meinung, wir müssen zum Beispiel das Schweizer Modell oder das ja auch in großen Teilen von Mehr Demokratie e.V. vertreten wird, diese Dinge, da müssen wir Bürger uns einbringen, weil wir sonst letztendlich doch auf den Crash zusteuern. Mhm. Die Gemeinwohlökonomie bietet uns ja jeden Einzelnen, ich erinnere hier an den Selbsttest, den man im Internet sich herunterladen kann und mal selbst probieren kann, wie weit bin ich denn mit meiner Gemeinwohlorientierung? Rede ich nur davon oder handle ich auch bereits so? Wir haben in der Gemeinwohlökonomie so ein tolles Instrument, dass man sehr schnell eigentlich die Wirtschaft wieder vom Kopf auf die Beine stellen könnte. Mhm. Ich sage ein Beispiel. Wenn wir, was ja vorgesehen ist, beispielsweise öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben würden, die eine Gemeinwohlbilanz erstellen und sei es nur mit einem einzigen Pluspunkt, keine Minuspunkte, aber einen, dann wäre innerhalb kürzester Zeit fast alle Unternehmen daran interessiert, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Mhm. Wir hätten innerhalb von 3 Jahren einen Sprung nach vorne, der uns vielleicht vor dem sonst drohenden Crash wirklich bewahren würde. Mhm. Und das ist meine große Hoffnung. Ich bin da einfach Optimist, dass wir das schaffen, weil sich ja in den letzten 2 Jahren unwahrscheinlich viel bewegt hat bei der Gemeinwohlökonomie. Mhm. Wir sind ja in Europa angekommen. Wir sind ja in Baden-Württemberg im Koalitionsvertrag angekommen. Wir sind jetzt auf dem Weg in Hessen, in das Regierungsprogramm aufgenommen zu werden und. Mhm. Und ich denke, da bin ich absolut optimistisch, dass wir es mit diesem Ansatz, der eine Graswurzelbewegung ist, nicht von oben übergestülpt, sondern wirklich eine Graswurzelbewegung, dass wir das schaffen. Das klingt schon sehr ermutigend, auch visionär. Die Sparda-Bank München ist ja auch schon als Unternehmen sehr visionär unterwegs und hat bereits zum 3. Mal eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Was hat denn diese Bilanzierung innerhalb der Bank ausgelöst und verändert? Und hat sie auch Auswirkungen auf das gesellschaftliche und geschäftliche Umfeld der Bank? Sehr gut, dass Sie fragen, weil gerade Beispiele aus der Praxis zeigen ja, dass es ein ganz, ganz toller Ansatz ist. Als die Sparda Bank München und ihrem Vorsitzenden Helmut Lind 2010 begonnen hat, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen, Sie wissen vielleicht, dass eine der tragenden Direktorinnen, Gott sei Dank, eine Frau, Christine Miedl, mit beteiligt war, dann waren der Vorstand und die Abteilung von Frau Miedl relativ allein dabei. Aber nach der ersten Bilanz, wie einer nach den anderen in den Abteilungen gemerkt hat, um was es da geht und was er selbst da bewegen kann, dass er nicht nur drüber reden kann am Stammtisch, sondern wirklich Dinge zum Guten bewegen kann, hat sich das zum Selbstläufer entwickelt. Mhm. Also natürlich in jedem Unternehmen, in jeder Gesellschaft gibt es auch für Änderungen Gegner. Die meinen es vielleicht gar nicht böse, sondern es kommt aus der Angst heraus. Ja, was Neues, und was wird denn das werden? Das, was momentan ist, ist doch gut. Ja. Genossenschaft, das passt doch. Was Dr. Daniel Sieben schon eben gerade sagte, wir halten am Alten fest und wagen nicht den Schritt ins Nichts. Wie auch, ja. Also von daher, aber es hat sich wirklich zu einem Selbstläufer entwickelt. Heute braucht der Vorstand und Frau Miedl vielleicht noch mitarbeiten, aber die Hauptarbeit wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst erledigt, wie die Gemeinwohlbilanz. Mhm. Sie arbeiten, die wissen ganz genau, wo sie einkaufen, die wissen ganz genau, mit wem sie Verträge abschließen und. Und wirtschaftlich war das trotzdem ein Erfolg. Inzwischen wissen wir durch Umfragen, dass 25% der neuen Mitglieder aufgrund dieser Gemeinwohlbilanz zu uns gefunden haben. Mhm. Und das ist doch ein toller Erfolg. Wie ist es mit den Geschäftskollegen? Was hat das mit der Gesellschaft im geschäftlichen Umfeld für Auswirkungen gehabt? Also Banken sind ja ein besonderes Thema. Man muss auch zugeben, dass die gesetzliche Lage, das eine oder andere, das eine Gemeinwohlbilanz verlangt, gar nicht umsetzbar ist
und muss ja auch nicht sein. Ich habe ja gesagt, der Weg ist das Ziel. Mhm. Und wir haben schon ziemlich viele Punkte, obwohl die Punkte ja völlig unbedeutend ist. Sondern der Weg ist das Ziel. Aber da haben wir natürlich viele, viele Gespräche geführt mit unseren Kollegen. Und ich denke, dass bald der eine oder andere folgen wird. Wir sind nicht die Erste und die Letzte, sondern die Erste von vielen Nachfolgenden. Das heißt, Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass irgendwann die Commerzbank oder auch so die Deutsche Bank vielleicht irgendwann mal doch die ersten kleinen Schritte machen in diese Richtung, oder sehen Sie da völlig schwarz? Ja, gut, also die kleinen Schrittchen. Ich zum Beispiel, wenn es gesetzliche Dinge gibt, dass öffentliche Aufträge und so weiter nur von Unternehmen mit Gemeinwohlbilanz vergeben werden, dann könnte sich was berühren. Ansonsten muss man ganz einfach sagen, dass Banken, also insbesondere Bankkonzerne, als Aktiengesellschaft eigentlich überholt sind. Also ich kann mir es noch in einer Übergangsphase vorstellen, wenn diese Aktiengesellschaften in ihren Satzungen dass dem Gemeinwohl verpflichtet werden, so wie beispielsweise in Österreich die Sparkassen. Da steht es ja in den Satzungen der Sparkassen die Gemeinwohlverpflichtung. Mhm. Da könnte ich mir es für eine Übergangsphase noch vorstellen. Aber langfristig gesehen sind Aktiengesellschaften als Banken, als Verwalter des öffentlichen Gutes Geld die falschen Partner. Mhm. Ein Schnee von gestern, der sich dann vielleicht irgendwann mal überholt. Vielen Dank, Günter Jäger. Jetzt sind wir erstmal an dieser Stelle mit dem Interview zu Ende. Ihre Aussagen stimmen mich zumindest schon optimistisch. Wir müssen also ein Change by Design irgendwie schaffen. Ein Change by Disaster, ausgelöst durch eine Katastrophe, wie es der Erste Weltkrieg war, kann und darf nicht sein. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ein herzliches Dankeschön geht an unseren heutigen Studiogast Günter Jäger. Vielen Dank. Ich bedanke mich, dass ich kommen durfte. Es hat Spaß gemacht. Ein Dankeschön an Radio Lora und an unseren Tontechniker Viktor Feldmann. Am Mikrofon verabschieden sich Andrea Behm und Reinhard Schwarz. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Zum Gemeinwohl.